Hello, people! Ja, willkommen zurück zu Let's Play SM64 Twisted Adventures. Ja. Wir sind jetzt hops hier in einem hübschen Geisterhaus. So, Big Boo on the Roof heißt das hier. Das, was wir jetzt machen müssen. Ja, toll. Okay. Welcome to new level. Ja, genau. So, und hier gibt es ein paar miese Stellen in dem Level. Zum Beispiel muss man hier jetzt... Zack. Ja. Sich einen Panzer schnappen. Dann muss man hier mit dem Panzer um enge Kurven und darf nicht... Bah. Ja, was wollte ich sagen? Man darf nicht hier... Ja, genau, das darf man nicht. Was hier passiert ist, nämlich sterben. Wenn man an die Wand knallt, dann stirbt man hier. Und das ist natürlich das Fiese hier, dass man da auf engstem Raum genau navigieren muss. So, dann hätten wir jetzt hier das Ende erreicht. Das ist nicht unbedingt ganz einfach hier. Zack. Ui. So, zack. So, hoch mit dir. Zack. Sprungkick, 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 Sprungkick. Hoch mit dir und zack. Dann haben wir das hier. Ah, und dann haben wir hier unseren schönen Big Boo. Ja, den du bitte mit dem Stampfattacken töten sollst. Nämlich so. Zack. Und zack und zack und zack. Und dann erscheint der Stern. Hilfe, ich kann nicht mehr reden. Da oben auf der Pyramide. Mann. So. Here we go, Mario. Big Boo on the Roof. Hello, people. Ich bin jetzt wieder zurück. Musste eben ganz kurz stoppen. So. Okay, und jetzt machen wir den zweiten Stern, Secret Tunnel Ride. Und der, ja, dafür müssen wir hier runter. Zack. Wieder den hier. Ja, der Gang ist deutlich breiter. Aber dafür haben wir hier eine deutlich trickreichere Stelle. Nämlich hier gleich. Zack. Ja. Und zwar ist das Loswerden der Shell hier an der Stelle nicht ganz einfach. So. Damit haben wir jetzt den 49. Stern. Und das Secret Tunnel Ride ist fertig. Das ist schön so. Hups. Okay, aber obwohl das Entledigen der Shell auf diesem Block ein bisschen tricky ist, haben wir das jetzt sofort auf den ersten Blick geschafft. Finde ich schön. Ups. Okay, und dann geht es natürlich wieder hier hin. Zack. Jumping Parkour of Doom heißt das Level jetzt hier. Der Sprungparkour des Todes. Und zwar sind wir jetzt hier in dem Raum. So. Wir aktivieren hier noch den blauen Schalter. Ja, genau, sowas sollte nicht passieren. Leider sind die Kameraverhältnisse in diesem Raum ziemlich schlecht.
sodass das dann gut und gerne passiert, dass man da nicht in den richtigen Winkel zoomen kann. Und das dann dazu führt, dass die Sprungqualität leidet. Ja, aber ich denke, dass wir das Ding relativ gut gemeistert haben. Hier müssen wir auch leider nochmal hin für die rote Münze. Für die roten Münzen, die werden das Schwierigste hier in diesem Part werden. Aber vorerst können wir uns relativ bequem hier diesen Stern schnappen. Das war dann der entsprechende Jumping-Parcours auf Doom. Klar, du hast 50 Sterne, nun kannst du den nächsten Teil der zweiten Oberwelt öffnen und mehr Sterne als bevor sammeln. Manche sehr schwierigen Sachen kommen in den nächsten Leveln. Aber jetzt genieße erstmal die Stages. Wir wollen dich ja nicht beunruhigen und so. Zack. Okay, jetzt kommt's. 8 Coins in the house. Aber eine positive Nachricht habe ich. Ja, die roten Münzen sind hier relativ gut bemessen. Die 100 Münzen relativ großzügig. Das heißt, wir können hier relativ viel überspringen, nur das Zeug sollten wir alles holen. Von den Buhus hier. Ja, ich mache erstmal hier diesen Sprungparcours nochmal für diese andere rote Münze. Ich denke, dass es da von der Reihenfolge her geschickter ist, weil der Sprungparcours hier schwieriger ist. Ja, genau das meine ich. Ich mache zuerst diesen Sprungparcours, dann gehe ich wieder zurück in den ersten Raum, sammle da alles. Und dann darf ich... nochmal direkt da die Shell Challenge machen, die das zweite Hindernis hier in dem Fall wäre. Hilfe. Zack. Und ja, damit hätten wir jetzt das hier relativ gut geschafft, diesen Raum hier. Hilfe. Hilfe. So, töten wir euch alle. Hallo, töten bitte. Was ist an Töten nicht so... Was ist denn an Töten so schwer zu verstehen, danke? Okay, und wie gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal außer Haus gehen und da das Zeug sammeln, weil wie man, glaube ich, schon an dem ersten Stern angeteasert gesehen haben dürfte, findet sich beim Rest des Levels relativ viel eigentlich noch. Was da nützlich sein könnte. In der Hinsicht, so, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier im Tunnel nicht sterben. Das Sterberisiko ist leider relativ groß, weil wir da nochmal einen extra Abschnitt müssen für eine rote Münze. Ja, genau das meine ich. Nochmal. Ich kann ja hier jetzt aber nochmal gucken, wie viele Münzen man hier einsammeln kann. Okay. 3 haben wir. Wir hatten eben 66. Wenn es da 64 Münzen gibt, dann würde ich dann doch nicht auf das hier verzichten wollen, auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, das zu testen. Zack. So. Hilfe. Yahoo!
22, Digga. Okay, und hier haben wir dann einfach so einen komischen Bock hier. Also hier haben wir nur 27 Stück. Das wollte ich nur mal überprüfen, wie viele Münzen wir hier eigentlich haben, hier draußen. Hilfe? So. Okay, aber ich werde jetzt... Hier draußen gibt es ja nur 28 Münzen. Das hätte sowieso nicht gereicht. Für diesen Raum hier. Also... Machen wir jetzt wieder unseren alten Kurs. Ja, und du sollst einen Weitsprung machen, bitte, Mario. Okay, ja, das dauert jetzt leider hier ein bisschen länger hier. Das gebe ich auch zu, dass das ein bisschen zeitaufwendig ist. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie das anders geht. Ich kann ja notfalls gleich wieder einen Cut setzen, falls das zu lange dauert. Ja, und das... Da habe ich jetzt schon so lange getrödelt mit dem Schalter hier. Deswegen drücken wir dann jetzt gleich nochmal. So, zack. Ja, das ist hier, denke ich, schon mal eine stabile Bank hier, um 30 Münzen zu kriegen. Aber wenn man da noch mehr bei diesem Schalter kriegen würde, dann denke ich, könnte man hier mit diesem Raum und mit dem anderen Raum zusammen locker auf über 100 Münzen kommen. Tatsächlich, wenn man da wirklich jede einzelne Münze da mitnimmt. Aua. Zack, zack, zack. Mann! Hallo! Plopp, plopp, plopp. So. Jetzt sind wir hier oben und... Hallo? Danke. Ja, danke schön, Kollege. Jetzt hat er wieder die Shell verloren. Okay, einmal mache ich das noch. Wenn das nicht klappt, dann mache ich dann einen Cut. Einmal probiere ich das dann noch regulär. Weil ich möchte auch nicht, dass sich das durch missglückte Versuche arg in die Länge zieht, jetzt alles hier. So. Ja, und natürlich. Ja, das ist hier, glaube ich, das größte Problem, hier den ersten Sprung hinzukriegen, akkurat. Und da das nicht so einfach ist, mache ich das jetzt gleich als erstes. Problem ist an der Stelle natürlich nur... Mann! Ja, diesmal habe ich nicht alle gekriegt hier, aber naja. Thank you.
Hilfe. Zack, zack. Hoch, hoch und dann haben wir noch den hier natürlich. Blablabla. So. Und dann haben wir jetzt wieder unsere drei roten Münzen und hoffen bitte, dass das jetzt besser funktioniert, was wir eben da ruiniert haben. Ja, scheiße. Okay, da mache ich einen Cut. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Und ich möchte hier... Zack. Zack. So. Jetzt nach... Boah, Hilfe, hier rein. Zack. Okay, dann haben wir jetzt wieder hier Freiraum und Münzen zu zahlen. So. Ja, dann hier 51. Stern. Okay, und jetzt müssen wir halt hier weiterkommen irgendwie. Zack. Okay, hier ist, glaube ich, die 6. Münze. Okay. Hilfe, 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 Hilfe. Zack. Ja, selbst ohne diesen Außenraum haben wir jetzt 123 Stück. Die sammeln jetzt spaßeshalber mal ein bisschen weiter. Ja, dann haben wir 138 Stück. Also wir würden locker auf 170 Münzen kommen nach meiner Zählung hier in dem Level. Wenn wir tatsächlich noch den Außenraum sammeln würden und da noch ein bisschen sammeln würden, dann würden wir auf mindestens 175 kommen nach meiner groben Zählung hier. Zack. Damit hätten wir jetzt hier alle Münzen oder sogar 180 mit diesem Münzenring hier. So, damit hätten wir jetzt hier 8 Red Coins in the house. Den Stern hätten wir jetzt. Super, dann fehlen uns noch 2 weitere. Ja. Und was mich an dieser Aufnahme jetzt überrascht, ist, dass es nicht laggt. Dass ich hier von Lags verschont bin. Bookcase Climbing. Ja, der nächste Stern ist ziemlich einfach. Ja, hier müssen wir einfach nur in die Ecke hin und hoch. Zack. Wow, Hilfe. Ja, so viel zum Thema, der Stern ist ziemlich einfach. Boah. Zack. Hoch mit dir. Ach Mann. Das war nervig. Ja, und schon immer noch nicht ist... Der ist immer noch nicht oben. Sehe ich gerade. Zack. So, dann haben wir den Stern Nummer 53 haben wir.
Okay, und zum ersten Mal haben wir jetzt Lex. Die hatten wir schon lange nicht. Somewhere in the Sky haben wir jetzt als letzten Stern. Okay, wenn man hier nicht das Zeug sammeln muss, also nicht hier die rote Mütze, dann dürfte diese Stelle hier um einiges einfacher sein. Ich habe es ja jetzt tatsächlich im First Try geschafft. Hier, finde ich gut. Okay, und jetzt sind die Münzen gar nicht mehr da, die da eben da waren. Das finde ich auch irgendwie sehr interessant. Ja, Münzen, die da oben waren. Ja, und hier sieht man da natürlich eine schöne Röhre. Wartet mal, was da drin ist. Bah. Mann. Okay, hier wäre auch noch ein Münzring gewesen. Da wären wir, wenn wir alle Münzen gekommen, wäre fast schon auf die 190 da gekommen. So. Damit hätten wir jetzt, glaube ich, hier alle Sterne geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Nämlich 54 Stück haben wir jetzt insgesamt. 7 haben wir jetzt in dem Level geholt. Ja, und dann sage ich hier, ciao, bis dann, Leute. Tschüss. Und im nächsten Part sehen wir uns in Welt 6. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo sie ist. Ciao.